Peter Jackson, Quentin Tarantino, Martin Scorsese und viele anderen berühmten Filmregisseure oder Fotografen. Jeder von denen hat seinen eigenen Film- oder Fotostil. Wie du deinen eigenen Filmstil oder Fotostil entwickeln kannst, das können wir jetzt gleich besprechen. Ich bekomme sehr oft mit, dass die Leute, die gerade angefangen haben, egal ob jetzt in Foto- oder Videobranche, jeder von denen will auf Anhieb seinen eigenen Film- oder Fotostil haben. Das funktioniert aber im Leben nicht so. Also man braucht für alles Zeit und vor allem man braucht Übung. Ihr könnt 100.000 Filme anschauen, ihr könnt 100.000 Fotos anschauen. Aber ihr müsst in die Welt rausgehen und die Kamera nehmen, fotografieren oder Videos aufnehmen. Und so nach und nach wird von jedem der eigene Stil entwickelt. Als Beispiel, man nimmt zum Beispiel Quentin Tarantino und man sieht sehr oft in seinen Filmen, dass er sehr alte Filme aus den 30ern und 40ern als Referenzen nimmt und in seine Filme einbaut. Aber das schaut trotzdem ein bisschen anders aus, weil er quasi die ganzen Bilder durch seinen Kopf durchgehen lässt und am Ende seine Vision zeigt von dem Ganzen. Aber der lässt sich davon inspirieren. Und das würde ich auch jedem raten, dass ihr habt bestimmt irgendwelche Fotografen oder Regisseure, Videografen, nicht wichtig, ihr habt eure Vorbilder. Ihr nehmt irgendwelche Filmszenen, kurze Szenen, ihr nehmt irgendwelche Fotos als Referenzen und versucht das Ganze nachzubauen. Und das ist auch nicht schlimm. Also am Anfang versucht ihr das Ganze nachzubauen, aber dadurch wird auch euer eigener Stil entwickelt. Weil ihr trotzdem das Ganze ein bisschen anders betrachtet. Weil jeder von uns ist individuell und es sieht alles komplett oder nicht komplett, aber auch ein bisschen anders. Üben, probieren und lasst euch nicht verwirren, dass es nicht auf Anhieb funktioniert. Thank you.